Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial auf meinem Kanal zu Pokémon Schwert und Schild. Heute werde ich euch die Shining Hunting Methoden zeigen, also wie ihr ein Shiny in Schwert und Schild bekommen könnt. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten, die Masuda Methode und die Shiny Jagd Methode, die normale. Giga Dynamax Raid bzw. die Raid Methode werde ich euch nicht vorstellen, weil das meiner Meinung nach ein Cheat ist und das muss ich hier nicht vorstellen, deswegen stelle ich euch nur die zwei. So, grundsätzliche Fakten mal: ein Shiny Pokémon ist als das seltenste, was man haben kann und hat eine Chance zu 1 zu 4046, was eine Wahrscheinlichkeit von 0,2% darstellt. Das heißt, ihr habt eine Chance, wenn ihr ein Pokémon seht, dass es zu 0,2% Shiny ist. So, jetzt gibt es noch ein Item, was natürlich eure Shiny-Rate erhöhen kann. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar gibt es das Item Shillabin. Den hier. Der Shillabin ist ein Item, was die Prozentsatz von Shinies auf 0,7% erhöht. Das heißt, ihr habt eine Chance von 0,7%, dass dann ein Shiny kommt. Wie bekommt man den Shillabin? Ganz einfach, ihr macht euren Pokédex voll. Also ihr müsst alle gefangen und gesehen haben, alle 400 Stück. Und dann reist ihr dorthin, wo ihr den Ovalpin und den Superfangpin auch bekommt. Nach Tier Class City. Geht ins linke Hotel, erster Stock. Dort bekommt ihr dann von einem Professor den Shillabin geschenkt. So, das ist jetzt einmal das Grundlegende. Dann fangen wir zuerst an mit dem Shiny Fangen. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Shiny Volley haben wollt, kämpft ihr immer wieder gegen Volleys. Jedes Volley, was ihr besiegt, steigert die Chance, dass ein Shiny dabei rauskommt. Das heißt, ihr besiegt immer wieder Volleys. Wenn ihr ungefähr 50 Volleys besiegt habt, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1362,5. Das heißt, durch den Shillabin habt ihr die Wahrscheinlichkeit. Dieses gilt aber nur in der Naturzone und halt mit dem Shillabin. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, ein Shiny zu bekommen nach 50 besiegten Volleys zum Beispiel, 1 zu 2448. So, das ist jetzt einmal die normale Shiny. Also ihr müsst einfach in die Wiese reingehen und euch das Pokémon, was ihr haben möchtet, immer wieder besiegen, bis ihr 50 Stück besiegt habt, da habt ihr dann die höchste Wahrscheinlichkeit. So, dann kommen wir zur nächsten Methode. Das ist die Masuda-Methode. Dafür braucht ihr ein Ditto aus dem Ausland. Wieso aus dem Ausland? Das erhöht die Shiny Chance um einiges, wenn ihr die Masuda-Methode benutzt. Mit dem Shillabin habt ihr dann eine Chance von 1 zu 512 ein Shiny zu bekommen. Das heißt, ihr habt eine Chance von 1 zu 512 ein Shiny zu bekommen mit der Masuda-Methode. Das ist damit auch die beliebteste Methode, die meistens verwendet wird, was auch die ganzen Shiny Hunter auf Twitch, YouTube, etc. benutzen. Das heißt, ihr braucht ein ausländisches Ditto. Wenn ihr in Deutschland wohnt, reicht ein englisches, ein japanisches, ein aus irgendeinem anderen Landesteil, französisch, spanisch, italienisch, egal. Mit dem schafft ihr die Masuda-Methode dann. Ihr gebt einfach das Ditto ab, plus euer Pokémon, was ihr Shiny haben wollt, und dann geht's auch schon los. Ihr braucht da nicht viel mehr machen. Einfach brüten, 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 bis das Ganze dann ist. Ja, das war's eigentlich so großenteils. Wie bekommt man so ein japanisches Ditto? Ich habe zum Beispiel hier ein 6-DV-Ditto. Was japanisch ist, das ist perfekt zum Züchten und zum Shiny-Hunten. Wie bekommt man sowas? Entweder ihr sucht in Gruppen danach oder ihr kommt bei mir im Livestream vorbei. Ich verschenke die immer wieder, wenn ich Pokémon Schild und Schwert streame. Gibt es immer für neuen Zuschauer und etc. immer Dittos geschenkt. Das heißt, wenn ihr eins braucht, kommt gerne im Stream vorbei. So, das war jetzt der Shiny Hunt Erklärstream. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Sollte es noch Fragen geben, gern unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte so viel wie möglich. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und informativ für euch war. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Shadow.